So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Kapsel Monsters Colosseum. Diesmal müssen wir gegen Tristan Taylor antreten. Ja, baufälliges Lagerhaus. Hier gibt es drei Wege, wie ihr ihn besiegen könnt. Die erkläre ich euch gleich. Aber im Endeffekt ist er eigentlich überhaupt gar kein Problem. Also, es ist genauso wie Joey. Eigentlich fast jeder hier. Außer der letzte, der ist schon so ein... Ja, stark würde ich nicht sagen. Er hat keine schlechte Kapseln, sagen wir es mal so. Ja, da sollte man nicht rein, wenn man kein Donnermonster hat. Und da genauso mit dem Wald. Tada! Ich bin's, die Legende, Tristan Taylor. Yugi, ich mag zwar nicht so erfahren sein wie du, was die Spiele anbelangt. Aber wenn du das hier auf die leichte Schulter nimmst, dann wirst du dafür bezahlen. Ich weiß. Deswegen werde ich all meine Fähigkeiten nutzen, um dich zu besiegen. Es spielt keine Rolle, wer mein Gegner ist. Ich werde all meine Kräfte nutzen, um dich zu besiegen. Das zeigt, dass ich ein wahrer Duellant bin. Oh, du musst ja nicht von allen Fähigkeiten Gebrauch machen. Weißt du, vielleicht nur von ein paar. Bitte. Tun wir ihm den Gefallen, ich würde sagen, nein. Wir gehen gleich voll rauf. So, da bin ich mal gespannt, wer anfängt. Also ich nehme eigentlich grundsätzlich immer links oben. In der Ringe fange ich zu 80% als erstes an. Und jetzt schon wieder. So. Ja, dann verteil mal. Solltet ihr zum Beispiel am Anfang gesagt haben, ihr hättet ganz gerne andere Monster, dann könnt ihr von ihm auf jeden Fall die Elektro-Eidechse und die kleine Motte bekommen. Und das Monster, was ich vorher nicht mitnehmen konnte... ja, da ist es ja. Gott, bin ich blind. Tiefenwasser habe ich natürlich jetzt im Nachhinein gekauft. Wie gesagt, in den Shop gehe ich hinterher. Und sollte ein bestimmtes Monster auftauchen, was ihr dann in einem bestimmten Zeitpunkt kaufen könnt, dann werde ich euch das in dem nächsten Part dann auf jeden Fall sofort mit als erstes gleich erzählen. Nicht, dass ihr das überspringt. Zumindest habe ich immer nach jedem Kampf immer nachgeguckt, deswegen weiß ich nicht, ob das Monster denn noch da ist oder ob es dann für immer weg ist. Wäre schlimm, wenn es so wäre. So, Donner. Ja, nehmen wir auf jeden Fall den mit. Haniwa. Komm, zwei noch. Wer das sein? Zwei. Wie viele Punkte haben wir denn noch? Okay, wir kriegen auf jeden Fall den noch mit. Halt, Moment, was mache ich da? Wasser. Obwohl, nee, doch. Hat ja gar kein Windmonster. Ha? Wie nehmen wir noch? Und das rechte Bein noch mit. Und im Vorfeld schon mal Entschuldigung, wenn ich nicht immer gleich sofort was sage. Das liegt dann einfach daran, dass ich mir den Schweiß von der Stirn wischen muss. Weil im Zimmer hier hält man es einfach nicht aus. So, wie stellen wir auf? Fangen wir mit der kleinen Motte an. Also im Prinzip ganz kurz mit zur Erklärung. Dem Gebiet, wie ich das gerade schon am Anfang gesagt habe, Waldmonster kriegen da keinen Schaden und hier kriegen Donnermonster keinen Schaden. Empfehlen würde ich es aber trotzdem hier oben schon quasi schon fast mit lang. Weil seine Monster hier, die beiden, die gehen definitiv unten lang. Und die sind so schnell... Dass ihr locker schon eigentlich quasi schon bei eurem Symbol seid, bevor ihr hier durch seid. Das kriegt ihr hier locker hin. So, die kleine Motte dahin. Das rechte Bein. Einen schönen hohen Bewegungsradius, ja. Den setzen wir mal dahin. Haniwa. Wo setzen wir dich hin? Wenn wir dich da hinsetzen, kannst du nach da gehen und von da kannst du sogar hier rüber. Ernsthaft? Warte mal, Moment.
Von da nach darüber. Das heißt, du musst da, dann stellen wir dich da hin. Ja, so könnte natürlich auch tricksen. So. Der geht auf jeden Fall oben mit lang, auch wenn er da Schaden kriegt, aber ein Feuermonster da oben lang zu setzen ist einfach mit die beste Wahl, die er da treffen könnt. Jo. Also um mich gleich nochmal zu korrigieren, es gibt hier keine drei Wege, wie ihr ihn besiegen könnt, sondern eigentlich, wenn ihr, sondern eigentlich quasi schon mehr oder weniger vier. Einmal dann hier durch, wo ihr natürlich dann nur mit schrägen Monstern durch könnt. Also Monster, die sich schräg bewegen. Oder hier durch. Oder hier durch. Oder die vierte Möglichkeit, die ich meistens immer angewandt habe, ist einfach ein bis fünf Züge warten, bis er wirklich sich mit seinen Kapseln wirklich schon hier so mit aufhält. Und die beiden eigentlich schon wirklich schon fast hier unten sind. Ihr könnt euch, wenn ihr wartet, eure Monster so aufstellen, dass ihr deren perfekt kontern könnt. Zum Beispiel Donner haben wir ja hier Lavas und Haniva. Dass ihr die so aufstellt, dass sie hier stehen, ihn abfangen, aber darauf achtet, dass vor allen Dingen auf den Stahlskorpion, weil der hat schon einen hohen Bewegungsradius. Nicht, dass ihr die jetzt irgendwie hier hinstellt und er nur bis hierhin geht, weil er euch schon angreifen kann. Das ist natürlich dann nicht Sinn des Zwecks, weil dann müsst ihr da rein, um ihn wieder angreifen zu können. Genauso ist es oben eigentlich schon fast auch. Wobei oben der Radius, in dem ihr euch bewegen könnt, ein bisschen enger ist. Weil hier rüber springen könnt ihr meines Erachtens nach nämlich nicht. Also ihr könnt nicht so jumpen. Ich meine, ich werde es gleich einfach mal austesten, aber wie gesagt, ich glaube es eher nicht. Zumindest würde es mich wundern. Halt mal, das können wir doch ganz einfach. Ja gut, der Bereich dahinter ist noch... also, hier mal zur Erklärung. Das ruft ihr mit der Starttaste auf und die normalen Felder, auf denen könnt ihr euch bewegen und auf den grünen natürlich halt logischerweise nicht. Also grüne Felder, da könnt ihr eure Figuren nicht drauf abstellen. Wäre lustig, wenn man die Figuren auf der Pflanze stellen könnte. Was mich aber jetzt auch mal mit so zum Teil interessiert, ist einfach Landform 30. Ui. Hättet ihr jetzt die kleine Motte schon auf Level 4, hätte sie da gleich entwickeln können. Und für diejenigen, die sich vielleicht die Exodia-Fusion noch nicht so ganz hingekriegt haben, ihr sollt oder ihr müsst für die Exodia, um sie komplett zu haben, erstmal alle vier Teile haben. Die müsst ihr als Einheit mit euch führen, also sie einfach nur zu besitzen reicht nicht aus. Wenn ihr sie als Einheit bei euch habt, geht ihr wieder zu Salomon, also zu eurem Großvater. Und der wird dann so etwas in der Art sagen wie, er glaubt, dass ihr schon für dieses Monster bereit seid und dann gibt er euch den Exodia-Kopf. Exodia-Kopf, oder sagen wir es ganz einfach, alle fünf Teile, auf Level 2 nebeneinander stehend, ergibt dann, wenn ihr dann auf den, ich weiß nicht, ob ihr das mit dem Bein oder sowas auch machen könnt, aber ich bin immer auf den Kopf gegangen, kommt dann automatisch dann, wenn ihr hier habt, bei Bewegen und Fähigkeiten automatisch dann das Fenster Fusion. Genauso ist es bei Evolution auch, wenn ihr eine Evolutionsbedingung erfüllt habt, steht denn da dann auch gleich Fusion. Ganz simpel. Oh, ich hätte die Plätze vertauschen müssen. Ja, das passiert mir immer wieder. Entschuldigung dafür. Okay. Dann bewegen wir... Obwohl, halt, ich will die Statue bewegen und zwar will ich sie hierhin bewegen. Wie vorher schon ein paar vorher erklärt, die Figuren bewegen sich in der Richtung... Also die Figuren des Gegners bewegen sich in der Richtung, wo euer Symbol steht. Und es in der Ecke haut, dann hat er eigentlich gar keine Wahl, dann kommt er in den Regelfall eigentlich sofort zu euch. Ja, auf die Eidechse solltet ihr aufpassen. Die hat schon einen wahnsinnig hohen Bewegungsradius. Und angreifen tut sie übrigens auch nur schräg. So. Ja, da kriegst du natürlich einen schönen Boost. Man könnte sich jetzt mehrere Waldmonster kaufen und dann dahin gehen, aber ich glaube, man konnte sogar, glaube ich, nur eins kaufen, oder?
Ich meine, man konnte jetzt nur... Doch, man konnte jetzt eigentlich am Anfang nur die kleine Motte kaufen, oder? Ich habe einfach irgendwas verpasst. Ah, ja. Verdammt. Jetzt habe ich es mir gerade selber ein bisschen verbaut. Okay. Jetzt da hinsetze und dann für noch ein Feld nach da lohnt sich nicht. Das ist eine Zugverschwendung. Einfach nach da hinsetzen und dann gleich nach da springen. Wie viele Monster würde ich eigentlich für euch brauchen? Ich meine, wie viele PP-Punkte habt ihr denn? Ja, so gut wie gar keine. Und du hattest auch nur 150. Okay, da reichen zwei Monster. Wen lassen wir denn hier? Ich würde sagen, wir lassen dich dann einfach direkt hier stehen. Und gleich das Tiefenwasser gleich hinterher. Brauchen wir nur noch den bewegen? Alle können wir sowieso nicht bewegen, dafür haben wir gar nicht genug PP-Punkte. Und hoch. So, schöne Ecke. Wenn er gewinnen will, muss er zu uns kommen. Bin ich mal gespannt, wie er sich bewegt. Ich glaube ja, der würde mit der Äxte, wenn er es kann, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die steht. Wie sie da durchkommen kann. Könnte sein, dass er zu uns springt. Nee, kann er nicht. Gut. Puh, ich dachte gerade schon. Aber er hätte den Weg gehen können, merke ich gerade. Hätte. Hat er aber nicht. Obwohl, warte mal, wenn... Was ist dein Bewegungsrad? Du hast ja einen von drei. Eins, zwei, drei. Du kommst darauf und darauf kannst du nicht. Das heißt, du müsstest quasi hier oben rauf und von da aus dann dich so durchschummeln. Das ist die Frage, ob er das so machen wird. Weil wenn zwei da unten dann lang kommen, würde ich dann doch schon ganz gerne drei da unten stehen haben. Allerdings brauche ich da oben auch welche. Moment mal. Der Bewegungsradius sagt, dass man bis hierhin gehen kann, ja? Das heißt, den dahingestellt. Du hast ja auch diesen Radius. Bitte sag mir du... Jawohl, er hat direkt. Okay. Dann gehen wir gleich mal nach dahin. Zur Erklärung hier übrigens noch. Ihr seht ja da diese kleinen Lüftungsschächte hier. Genauso wie... Ich mache den mal hier aus. Genauso wie hier. Nach einer bestimmten Zeit hört die Pflanze dann hier auf, einfach mal so irgendwelche giftigen Pollen hier rumzusetzen. Und es wird dann hier abgesaugt. Was eigentlich nicht mehr so wirklich schlecht ist, ne? Also zumindest will ich da nicht drin stehen unbedingt, wenn ich es verhindern kann. So. Und von da aus kann ich dann dahin. Obwohl, von den Monstern hier brauche ich ja eigentlich gar keine, ne? Vielleicht schaffen wir es sogar mit Haniwa, das Symbol zu zerstören. 220 PP-Punkte sind nicht viel. Es ist nur die Frage, ob das klappen würde. So, euch bewege ich nicht. Wir können den Zug beenden. Die zwei will ich da stehen lassen und das Feuergras will ich vorbereiten, dass er dann gleich mit nach da oben komplett hinspringen kann. Weil ich will die nämlich mit der kleinen Motte so ein bisschen locken und die lassen sich nicht locken. Ja. Schön. Schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Und der geht auch zurück. Okay. Jetzt muss ich auch was gucken. Haniwa, hoffentlich greifst du schräg an. Nein, er greift gerade an. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn er nämlich da... Obwohl, da kann er gar nicht hinspringen. Er könnte nur dahin springen. Okay, hab nichts gesagt. Denn, Moment mal, dann kann er da ja so gar nicht durch. Doch, könnte er. Warte mal, wenn er... Nein, kann er nicht, weil er da nicht raufkommen kann. Ah, sehr schön. So, Feuergras. Ich hoffe, du kannst da oben... Ja, du kannst da oben raufspringen. Moment mal, ist das Feld da auch verseucht? Ja, das ist auch verseucht. Okay. Du bist mein Köder. Hol die mal her. Und ihr bleibt da einfach wieder stehen. Oh, das ist so warm hier drin. Der geht nach unten. Das ist aber schlecht. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. So soll er sich gar nicht bewegen. Oh. Ja, da kriegen wir zwar 15 Schaden, aber... Ja, mit Wald erleiden den Schaden. Ich weiß. Ja, habe ich schon erklärt.
Ja, läuft nach Plan. Freu dich. Solange du noch kannst. Also mit dem Honeywar Rush, den kann man jetzt mal vergessen, aber... Hattest du einen Bewegungs... Ah, nee, ne? Doch, ha! Und du hattest... Schräg. Tja... Das wird... wehtun. Somit haben wir den ersten angeschlagen. Ja, du steckst in Schwierigkeiten. Eins, zwei... Das heißt, du kannst ihn da angreifen, mehr oder weniger. Wie weit ist dein Angriffsradius? Zwei. Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Okay, das heißt, wir gehen mit der Kleinmotte ein Feld nach vorne. Oder waren das... Ne, zwei Felder nach vorne. Ne? Nein, doch nur ein Feld. Sollte er uns eigentlich nicht angreifen können. So, ihr Langläufer, ihr geht da jetzt auch mal. Obwohl, warte mal. Moment. Och, nö. Oh, Gott. Das merke ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass man das auch hätte so machen können. Ja, jetzt kriege ich das Teil natürlich jetzt unnötig Schadenspunkte. Das, da hätte ich jetzt echt mal... Auf den habe ich noch gar nicht geachtet. Du kannst... der ist keine Gefahr und ihr beiden sowieso nicht. Oder? Nee, ja, da kannst du eh nicht rauf. Ja gut, beenden wir den Zug. Haben wir alles gemacht, was wir machen wollten. Dieses Spiel ist härter, als ich dachte. Ja, normal. Ist ja auch kein Kindergeburtstag hier. Okay, haut ab. Du Feigling! Stell dich! Jeder Zug bringt mich meinem Ziel näher. Okay, du gehst jetzt mit dem Angeschlagenen auch darunter, ja? Jetzt muss ich ja quasi nur aufpassen. Wie weit ist euer Bewegungs... Ha? Ha? Okay, die könnt uns gar nichts. Also, Honeywar ist... außer Gefahr. Er kann auch nur zwei angreifen, er bräuchte hier aber drei. Gut. Halt, Moment. Du hast einen Bewegungsradius von drei, war das, ne? Eins, zwei, drei. Okay, der kann sogar auch nichts. Sehr schön. Das läuft doch. Ja, nur das Exodia-Teil kriegt jetzt ein bisschen unnötigen Schaden. Oder hier, warte mal. Ist deins hier? Dein eins, dann zwei. Ne, dann hole ich ihn zurück. Dann kriegt er einmal weniger Schaden von dem Gift. Ich nenne es jetzt einfach mal Gift. So, bin ich mal gespannt. Geht er mit den Motten wieder zurück? Rein zur Pflanze, oder? Anscheinend schon. Mit dem geht er ein nach vorne. Mit dem geht er so. Warum? Ah, okay. Ja. Leuchtet mir ein. Er will mir mit der Motte einmal Schaden geben. Das ist natürlich... Das kann ich verstehen. Nein, du bewegst dich da unten nicht hin. Da muss wer anders hin. So, mit der Motte muss man jetzt einfach nur noch achten, dass wir uns so bewegen, dass er uns nicht angreifen kann. Und da kann er auf uns auf gar keinen Fall mit dem angreifen und mit der anderen Motte auch nicht. Ich hätte von Anfang an hier so durchgehen sollen. Ganz im Ernst. Ich mir einiges erspart. Wobei es bei denen ein bisschen schlecht ist, weil die haben keinen direkt. Die greifen nur schräg an. Jo. Obwohl, warte mal. Wenn ich ihn dahin bewege, mit dem kann er mich nicht angreifen. Weil wenn ich da stehen würde, könnte er mit dem zwei gehen. Der wäre blockiert. Nein, 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 nein. Das verhindern wir. Honeywar wird sowieso angegriffen. Dann kann er auch wenigstens so stehen, dass er, dass das Feuergras wenigstens ordentlich durchkommt. Ja, Auszeit. Wenn, dann richtig. Auch wenn wir schon einen Fehler haben. Oh, ein Level up für ihn. Das ist sehr schön. So, und der Star-Skorpion, du solltest noch keine Gefahr sein, ne?
bewegst dich um 2. Kreist um 2, hoffe ich, war das, ne? 1, 2. 1, 2. Ja, Gott sei Dank. So, wenn du dich jetzt um 2 bewegst, 1, 2. Ah, der steht auf der falschen Linie. Der steht auf einer falschen Linie. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. 2, gut, schräg kann er mich da sowieso nicht treffen. Denn du dahin. Und du definitiv dahin. Ich bitte drum. Kleinen Moment, mir läuft schon wieder Schweiß in die Augen. Oh Gott. Ich sag's euch, ich wäre jetzt ganz gerne an einem Ort, der weniger warm ist. Warum hatte Hannibal... Ach ja, der stand ja einmal im Gift. Stimmt. Okay. Ein heftiger. Ist die Frage, was ist uns lieber? Eher Schaden? Oder nicht? Ja, mit dem kommen wir da natürlich bei weitem noch nicht hin, ne? Ja, ist klar, leuchtet ein. Da müssen wir jetzt aufpassen, er hat einen Bewegungsradius von 2, das heißt, du darfst nur ein Feld nach vorne. Oh Gott. Wenn er den Controller hört, ist nicht meine Schuld, der gehört nicht mir. Jetzt ist die Frage. Bringst du ihn um? Nein, natürlich nicht. Du würdest nur sehr stark verletzen. Okay, er würde auf jeden Fall einen aushalten. Sollte er zumindest. Ja, klar. Muss er. Ich meine, er hat das Attribut Feuer. Er muss den Schlag aushalten. Das ist sein Job jetzt. Das wird jetzt unser Tanky. Warum ich ihn dahin stelle, ist ganz einfach, damit Hannibal gleich dann die Möglichkeit hat, einen nach hoch zu gehen, mindestens, um dann auf jeden Fall den anzugreifen, weil er greift ja eh schräg an, wenn wir den nach da einsetzen. Hannibal da mal kurz reinhaut und er dann von da dem umgekehrt. Wenn er nach oben geht und dann da reinschlägt und Hannibal dann den finalen Schlag gibt, dann reicht das komplett aus. Du gehst jetzt nach dahin? Nein, gehst du nicht. Du gehst dahin. Wollen ja nicht unnötig in den Angriffsradius reinrennen. Ich bewege mich manchmal zwar, oder bewege manchmal meine Figuren zwar ein bisschen ungeschickt, aber das kriege ich auf jeden Fall noch hin. Die Figur sieht von, das Symbolfigur von ihm sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das ist ja natürlich, also von 63 Grund gegen ihn auf 51 runter, das ist gar nichts. Das ist genauso wie gedacht. Und er bewegt sich sogar nur so, dass er noch mehr als genug Möglichkeiten hat, gleich anzugreifen, je nachdem, was ich mache. Ich könnte nämlich jetzt... Obwohl, halt, Moment, der kann unser Lavas gar nicht besiegen, weil wir mit dem hier hochgehen. Dahin angreifen. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er den gleich komplett vernichtet mit einem Schlag. Das ist übel. Also wisst ihr Bescheid, kauft euch hier am Anfang Feuergras und das Ding hier ist so gut wie geritzt. Hast du vorher nicht zugehört? Ich sagte, bleib locker. Ich bin locker. Hab zwar Schweiß im Gesicht, aber von dem ganzen... Temperaturen hier, aber ich bin locker. Angriff auf 5. Das wird nicht so sonderlich. Nee, ja, war klar. Normal. Okay. Jetzt bin ich echt in. Das warst du schon seit Beginn des Duells. Nur so als Info. Okay. Wen gönne ich jetzt die XP? Obwohl, halt, Moment. Damit du auch noch ein bisschen Angriffs-XP kriegst. Ja, 97.
Weil Lavas hätten jetzt, würde ihn so oder so umbringen. Da bin ich mir sehr sicher, dass er einen Schlag gereicht hätte. Komm schon, bleib locker. Da bin ich mir sehr sicher. Das hätte auf jeden Fall gereicht. Weil, falls wir uns an den ersten Part erinnern, Donner hat Schwäche Erde und das ist dann natürlich jetzt, das hätte ihn auf jeden Fall gekillt, also ganz im Ernst. 140 PP-Punkte, das hätte auf jeden Fall gereicht. Und du hattest einen standardmäßigen Angriff von 129. Er kriegt eine Grundwerterhöhung auf dem Feld, auf dem er stand. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass er dass er dann auch noch einen Typvorteil hat. Also das hätte auf jeden Fall gereicht. Das hätte reichen müssen. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Aber ich bin doch der Meinung, dass es hätte auf jeden Fall reichen müssen. Ja, den Schaden, den kennen wir ja schon. Ich bin echt am Überlegen, Feuergras jetzt wirklich die XP zu geben, weil wir müssen unser Feuergras auf Level 5 kriegen für eine Fusion. Mit einem kleinen Drachen. Der übrigens auch auf Level 5 sein muss. Daher wäre es eigentlich schon von Vorteil, wenn wir Feuergras schon so früh wie möglich schon mal hochkriegen würden. Das Exodia-Teil muss, wie schon erklärt, nur auf 2 sein. Für die Fusion. Da hinten kommen wir eh nicht mehr ran. Und alles andere würde ihn jetzt so oder so umbringen. Das wird dir den Rest geben. Jo. Definitiv. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich werde total platt gemacht. Du wurdest. Nicht Kein Wunder, werde. Du bist der Champion. Naja, noch nicht, ne? Das war gerade die zweite Partie. Aber ich bin sehr zuversichtlich, auf jeden Fall. Ja, säufst du mal. Ich wusste, dass ich gegen einen Profi wie dich keine Chance habe. Aber es hat eine Menge Spaß gemacht. Mach weiter so, Yugi. Ich zähle auf dich. Du wirst das Turnier gewinnen. Sowieso. Danke, Tristan. Ja, 20 plus. Und wir müssten eigentlich... Wir haben keine Kapsel verloren. Wir haben nur einen Angriff abgekriegt. Merke ich gerade. Den Schaden vom Gift, den zähle ich jetzt mal nicht mit dazu. Das war schon echt... Wow. Das war eine super Runde. So ein Feuergras-Level ab. Ja. Erhöhen wir das Level. Was nehmen wir uns von ihm? Da ich ja weiß, dass die beiden ja Evolution sind und wir wollen ja jede Kapsel eh einmal haben, nehmen wir uns einfach die beiden. Müssen wir nicht in der Sammlung, also nicht mit im Kampf-Equipment reinhauen, aber auf jeden Fall so, dass wir sie nochmal als Reserve haben, um sie zu haben. So. Damit wär's dann auch schon wieder mit dem zweiten Part von Yu-Gi-Oh! Kapsel Monsters Colosseum. Wir haben Tristan ordentlich in den Hintern getreten und... Ich bin gespannt, oder sagen wir es mal so, ich weiß schon, wer der nächste Gegner ist. Wenn ihr es nicht wisst, dann schaut den nächsten Part, wenn es euch interessiert. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder ähnliches habt im Laufe der nächsten Zeit, dann schreibt es unter die Kommentare. Ist ja mein erstes Solo-Projekt. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.